Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie und heute möchte ich euch diese schon lange angekündigte Karte zeigen. Besondere Kartenform, und zwar die Concertina-Karte. Gesehen hatte ich die bei Heidi Smith von Flutter by Heidi und verlinke euch das auch nochmal im Video unten in den Untertiteln und auch in der Infobox unter dem Video. Genau. Diese Karte ist so aufgeteilt, dass man die so aufstellen kann. Das seht ihr auf den Bildern von dem Video noch mal besser und auch in meinem Blogbeitrag auf stempelfantasie.com habt ihr mehrere Bilder, wo ihr das sehen könnt. Also die lässt sich so aufklappen, ist aber eigentlich gar nicht dazu gedacht, dass man die so, wer weiß wie, aufklappt, sondern eigentlich, dass man sie nur so hinstellt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Von oben ist ein bisschen, also im Prinzip so wird sie aufgestellt. Und ihr habt hier, da habe ich noch was eingebaut, nämlich eine kleine Tasche, wo eine persönliche Nachricht reinkam. Ansonsten kann man natürlich eine Nachricht auch auf die Rückseite schreiben. Ich fand es aber ganz nett und ich mag solche Einstecktaschen gerne, wo man irgendwas noch rausziehen kann. Zusätzlich habe ich mir dann überlegt, dass ich die in einem normalen Umschlag nicht so schön finde und habe mir dann noch diese passende Tasche dazu überlegt. Genau, verwendet habe ich dazu auch neue Produkte aus dem Mini-Katalog, insbesondere das Set Penguin Party, was ich eigentlich herzallerliebst finde. Dann das Stempelset, das müsste Löwenherz sein. Genau, da habe ich den Hintergrund mitgestempelt. Und genau. Ja, legen wir los. Also, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal einen Farbkarton in Grundweiß. Und zwar in den Maßen 28 cm mal 20 cm. Und wir brauchen wie immer den Papierschneider. Den klappen wir jetzt mal aus. So, und als erstes legen wir die lange Seite an und falzen die lange Seite bei 7 cm, bei 14 cm, also immer in 7er Schritten. Bei 21 cm. So haben wir 4 gleich große Spalten. Genau. Die kurze Seite unterteilen wir auch in 4 gleich große Spalten. Und zwar starten wir bei 5 cm, 10 cm und 15 cm. So, jetzt müssen wir die Stufen noch irgendwie reinbringen. Und dafür legen wir die bei 21 cm an und gehen bis 5 cm runter, also bis zur ersten Falze. Das sieht man hier jetzt ein bisschen schlecht. Ich mache das jetzt mal so. Also knicken tun wir die ziehharmonika-mäßig. Fangen wir mal so an. Dann wiederum anders. Und wieder so. Dann sieht man zumindest die Falzlinie ein klein bisschen besser. So, jetzt legen wir die nochmal bei 21 an und gehen bis hierhin, nämlich bis zur ersten Falz. Falls ihr eine metrische Einlage habt, geht ihr einfach bis 5 cm runter. So. Dann geht ihr weiter bei 14 cm, also immer auf den Falzlinien und geht bis zur zweiten, also bis zur mittleren Falzlinie, also bei 10 cm runter. So, und bei der dritten, 7 cm, geht ihr bis zur letzten Falzlinie, also bis 15 cm runter. So. Jetzt können wir das Ganze wieder bei 5 anlegen und schneiden ab hier. Erstmal das raus. Also man kann das auch umgekehrt machen, also im Prinzip erst die Seitenteile einschneiden und dann von oben
schneiden, das ist grob viel gesprungen. Jetzt legen wir es bei 10 cm an und schneiden von hier bis zur nächsten Falzlinie. Und dann legen wir es bei 15 cm an für den Rest. Und zwar nur noch von hier, Moment, dass ihr das auch seht, nämlich von hier bis zum Schluss. So, und jetzt haben wir die Stufen so drin, wie wir sie brauchen. Und können das, das brauchen wir noch gleich. So, jetzt gucken wir mal, jetzt legen wir das nämlich andersrum. Packen wir das so. So, dass das vorne ist, das ist wichtig. Genau, und man hat immer wieder auch die Schneidekanten hier, die man hier so ein bisschen sieht. Und dass man die so ein bisschen ausbügelt sozusagen, das kann man dann mit dem Papierfalter ganz gut machen. Und auch nochmal, ich muss doch jetzt nochmal weglegen, kurz an die Seite, auch dass man nochmal die ganzen Falze nachgeht. Damit es schön zusammenhält. So. So, genau. Das ist die Basiskarte. Jetzt brauchen wir dafür noch das Designerpapier. Dafür habe ich Designerpapier und zwar schon das wunderschöne Weihnachtsdesignerpapier. Aber das verwende ich natürlich nicht, weil ich möchte keine Weihnachtskarte haben. Ihr nehmt großes Designerpapier, also ich nehme dafür das große. Klein könnt ihr natürlich auch schneiden, aber dann wird es hier hinten nicht passen. Das heißt, ihr braucht tatsächlich das 30,5 x 30,5 Designerpapier, irgendeins eurer Wahl. Und müsst jetzt zwei gleich große Streifen am besten runterschneiden. Und zwar haben die beide die Breite 6,8. So, und jetzt schneiden wir runter. Wir fangen an mit 19,8, das ist der längste Streifen für hinten. Das heißt, ich schneide mir 19,8 hier runter. So, dann habe ich hier noch eins übrig. Und wir brauchen noch, also wir brauchen 19,8, 14,8, 9,8 und 4,8 mal 6,8. Also jeweils die Breite ist immer gleich und die Länge ist so stufenweise immer um 5 cm reduziert. So, jetzt kriegen wir die 14,8 natürlich hier nicht mehr raus, aber wir kriegen die 9,8 hier raus. Deshalb setze ich das so an. Jetzt habe ich schon mal das erste und das dritte. Jetzt brauchen wir noch die 14,8. Die nehme ich mir herunter. So, 14,8. Und ganz zum Schluss brauche ich noch mal die 4,8. Ah, das Grün mag ich jetzt nicht. Das schneide ich mir jetzt ab. Ich möchte nicht so viel Grün dran haben. Das packe ich jetzt weg und gehe jetzt auf die 4,8 hier. Jetzt habe ich die Farben, die ich gerne drauf hätte. Das bleibt übrig. So, das heißt, wir haben die jetzt geordnet nach den verschiedenen Größen und kleben die jetzt ein. So, fangen wir bei der letzten an. Das ist erstmal die Karte. Die legen wir jetzt weg, weil wir jetzt erstmal, bevor wir sie dekorieren, machen wir erstmal das Teil, die Tasche dafür. Und zwar brauchen wir dafür ein Stück Farbkarton in den Maßen 21 x 16,4. Und wir starten mit dem Papierschneider wieder zum Falzen mit der kurzen Seite. Also die 16,4 legen wir oben an. Und falzen die bei 7,2 cm. Bei 7,7 cm. Bei 14,9 cm. Und bei 15,4 cm. Da müssen wir es doch ausklappen. 15,4 cm. So, die lange Seite falzen wir einmal bei 0,5.
ist nämlich tatsächlich nur 0,5 hoch. So. Jetzt ist es ein bisschen tricky, die so nachzufalzen. So. So. Und dann noch den Boden. Es geht ja einfach nur darum, wie es gescheit, wenn man es gescheit macht. Genau. So. So passt es jetzt. Genau. So, jetzt kommen hier unten die Laschen. Die schneide ich hier, ist ein bisschen frickelig, weil es so klein ist. Aber da schneide ich die so ein bisschen an. Das gleiche bei der hier. Und das kommt weg. So, jetzt kommt hier auf den Streifen kommt ein, die Klebelasche kommt doppelseitiges Klebeband. So. Und ich brauche nochmal doppelseitiges Klebeband. Also machen wir erstmal das hier. So. Können wir das nämlich hier ganz gut draufkleben. So. Das war's schon. Jetzt brauchen wir nur noch den Boden aufzukleben. Jetzt gucken wir mal. Der Kleberand ist hier. Das heißt, wir schauen, dass wir das hier einklappen, dann das nach vorne packen und letztendlich das hier nach hinten klappen. So, also dass da beide Laschen nach hinten zeigen. Jetzt mache ich das nochmal so, dass ich mir ein Stückchen hier abschneide. Das ist ein bisschen zu breit dafür, deshalb halbiere ich mir das jetzt so ein bisschen. Nicht ganz, aber mache ich mir ein bisschen. Vielleicht habt ihr auch dünneres Klebeband. Das packe ich mir jetzt hier drauf. So. Mit Tombow geht das auch, aber ich finde es mit Klebeband tatsächlich einfacher und angenehmer, weil das sofort haftet. Und packe, mache hier noch mit dem mit der Kreisstanze einen Eingriff rein. Und jetzt gehe ich einfach über zu der, die hatte ich nämlich schon vorbereitet. Also nehmen wir das. Das ist die Karte. So, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Tasche und den entsprechenden Einleger. Und zwar kommt der hier drauf auf die Seite. Das heißt, das klebe ich hier rein. Und zwar ganz vorsichtig, also beziehungsweise ganz nah am Rand. Dass man noch genug Platz hat, um den Tag reinzustecken. Das kann man auch mit dünnem, also könnte man jetzt mit dem doppelseitigen Klebeband, wenn man das vielleicht ein bisschen dünner schneidet, auch wunderbar machen. Aber so funktioniert es auch. So, also wirklich nur den Rand. Das packe ich mir jetzt auf die Seite drauf. So. Und gehe nochmal mit dem Papierfalter drüber, dass es schön überall gleichmäßig anklebt. So, und der Farbkarton hat die Maße 14,5 mal 6,5 und der Einstecker aus Grundweiß Farbkarton hat die Maße 13,5 mal 5 cm. So, den habe ich dann entsprechend schon vorbereitet und den kann man hier dann schön verschwinden lassen. So, und noch eine persönliche Nachricht draufschreiben.
So, jetzt kommt es an die Deko. Dafür habe ich auch schon vorbereitet die kleinen wunderschönen Pinguine aus dem Set Pinguin Party. Die Luftballons. Die kann man nämlich auch wunderschön damit einfließen lassen. Vor allem, weil die dann so hoch stehen. Also nicht nur platt aufgeklebt sind, sondern bei dieser Karte halt so frei schweben. Fand ich eine ganz nette Idee. Genau. So, und jetzt, na, das lassen wir jetzt einfach mal so. Genau, also den hier habe ich einfach hier unten reingeklebt. Einfach hier so ein bisschen Kleber drauf. Und den einfach hier unten gegengeklebt. So, bei dem habe ich das auch gemacht, nur dass der Arm hier drüber kommt. Hier muss ich aber jetzt noch ein bisschen einschneiden. Deshalb habe ich hier ganz vorsichtig noch ein klein bisschen eingeschnitten, den Arm, dass der hier so ein bisschen drüber schaut. Und dass da der die Luftballons halten kann. So, jetzt habe ich den hier, eigentlich hätte ich die Füße gar nicht stempeln müssen. Habe ich den hier auch ein bisschen aufgeklebt. Und hier so reingepackt. Genau. Und jetzt kann ich einen Luftballon nach dem anderen erstmal vielleicht drapieren so. Ich habe den hier nur auf dem letzten Rest ein bisschen Kleber gepackt und den hier unter den Arm gesteckt. Machen wir es mal so. So, einmal so. Dann der hier. Den packen wir hier hin. Ja, vielleicht ein bisschen schräger. Genau. So. Dann nehmen wir den hier noch mit rein. Ich habe natürlich Farben gewählt, die auch ein bisschen hochhalten, dass ich das erstmal hier so runter drunter bringe, unter den Arm. Dann kann ich das hier so festdrücken. Genau. Den packe ich ein bisschen dahinter. So. So ist besser. Genau. Und jetzt noch der letzte. Ich habe natürlich die Farben von Luftballons gewählt, dass die passend zum Designerpapier sind. So. Das passt. Und jetzt brauchen wir nur noch den Spruch hier unten. Jetzt habe ich einfach einen anderen genommen. Da brauche ich jetzt nur die Dimensionals. So. Und packt das hier unten hin. Entscheiden. Also so seht ihr das jetzt. Hier könnt hier im Prinzip auch noch was hinkleben, wenn ihr es so aufklappen möchtet, dass da einfach noch was, ein netter Spruch vielleicht drauf kommt und der Pinguin so ein bisschen verdeckt ist. Theoretisch hier genauso, braucht es aber nicht meines Erachtens. So, und jetzt packen wir das mal hier rein. So, jetzt könnte man noch ein Band, also entweder lässt man es so oder man packt hier oben noch ein Loch mit der Lochstanze rein und zieht da noch ein Band durch. Das könnte man jetzt noch machen. Das nehmen wir mal gerade, ich habe hier noch gerade ein Band liegen. Das ist allerdings ein bisschen dick. Mal schauen, ob das jetzt geht. Das ist nämlich auch das neue Band aus dem Mini-Katalog. Das ist super schön. Ich glaube, das ist fast ein bisschen zu dick hierfür, obwohl es geht. Und das packe ich jetzt mal hier durch. Schaut wieder ganz anders aus. Ich glaube, das muss ich doch noch mal ein bisschen größer machen bei dem Band. Dann nehme ich die größere Stanze. So, und packt das hier so. Sorry. Das ist ein bisschen besser. So, dann lässt es sich doch besser durchfädeln. So. So, fertig. Ist das? Jetzt noch schön abschneiden. So,
Kann man auch andersrum machen. Muss man noch ein bisschen fester ziehen. Das muss ich in Ruhe machen. Und dann bin ich ab. So, na komm, geh ab. Genau. Dann können wir das hier reinstecken. So, und dann kommt jetzt noch ein Stück Farbkarton oder Designerpapier vorne drauf. Ich habe jetzt mal das bestempelt. Einmal habe ich es geprägt und einmal habe ich es bestempelt. Bei dem anderen war es die geprägte und bestempelte Version. Da habe ich ein bisschen rumprobiert. Hier könnte man jetzt ein anderes nehmen und das entsprechend noch gestalten und hier noch Luftballons draufpacken oder einen Spruch oder wie auch immer. Das lasse ich jetzt mal noch offen, bis es dann so ist, wie ich es tatsächlich gerne habe. Und manchmal muss ich da auch mal eine Nacht drüber schlafen. Aber jetzt wollte ich euch hauptsächlich erstmal zeigen, wie die Karte geht. Genau, und dann könnt ihr euch selber dann überlegen, wie ihr die Deko dafür machen wollt. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Nachbasteln, wenn euch das Video gefällt. Und auch die Karte, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann bis ganz bald. Liebe Grüße, bis dann. Ciao.